Leute, was geht ab zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal mit drei Chaoten, der Koala TV und Anni. Und, Junge, ich bann dich gleich, Koala. Hör auf! Jetzt, ich bann euch gleich beide weg. Leute. Nee, Mann, ich hab schon wieder Lex. Jungs, hört doch mal auf. Leute. Anni, schalte ich gleich auch stumm. Was wollen Sie haben? Oh, ich finde die Videos, die ich alleine aufnehme, besser. Mann, die ganze Welt lädt bei mir. So ein Müll. Kannst du mal aufhören, die Straße abzubauen? Okay. Leute, und zwar, wir haben was Neues gebaut. Und zwar, das hier, ignoriert das bitte. Wir haben einmal... Das ist mir wurscht. Das zeigst du gleich. Und zwar, ich habe einen Technikladen gebaut. Jetzt könnt denn ihr mal aufhören hier. Ich bann dich gleich. Verstanden? Nick, wenn du mich verstanden hast, weil ich höre dich nicht, weil ich musste dich ja stumm. Besser ist es, oder? Ja. Hausverbot. Beide. Und zwar, wenn man hier reinkommt, hat man rechts direkt Küchen. Nächste Kasse. Achso, die heißt Paket. Genau, hier kann man drauf gehen. Hier kann man dann so Kasse machen. Hier könnt ihr euch PC kaufen, Teile kaufen, Drucker-Butter-Ding, eine VR-Brille, das ist jetzt nur meine. Es gibt dann auch noch eine Oculus, hier sind Handys. Und ich habe entschieden, ich werde das iPhone hier einfach mal 3D drucken. Ja, Spaß. Mann, Andi! Ist mir wurscht jetzt, geht beide weg, geht irgendwo in die andere Stadt und macht was auch immer, aber nervt mich nicht. Okay? Okay, hier haben wir zwei Fernseher, hier sind dann Laptops, hier ist der mit MindBay, genau, hier haben wir noch einen Curved-Bildschirm, hier haben wir noch einen PC, ah ja, so, hier haben wir einen Laptop, Tastatur, Maus, einen Router, wie man das halt kennt, und dann kommen wir hier zu meinem Lieblingspart. Das sieht so weird aus. Was? Oh, die fahren einfach beide mit VR-Brille, voll illegal. Also hier meine Lieblingsecke, die Drucker-Ecke, Leute. Super. Und zwar als erstes den normalen Drucker. Ja, Andi, ich hab's verstanden. Und jetzt geht beide mit eurer Kackwaffe irgendwo anders hin, aber nervt mich nicht. Meine Güte. Und dann haben wir hier noch so einen anderen Drucker. Ich weiß nicht, was man mit dem machen kann. Schreibt's mal in die Kommentare. Dann haben wir noch diesen Drucker hier. Einer aus... Andis Mod, einen eigenen, den hat er mal erstellt. Und Painting Press. Jo. Genau, der hat ein paar mehr Knöpfe. Dann kommen wir zu 3D-Druckern, weil ich liebe 3D-Drucker, Leute. Als allererstes haben wir hier so einen, ja, wie soll ich jetzt sagen, standardmäßigen. Die Druckplatte kann sich nicht bewegen, das bewegt sich hoch, runter. Links, rechts das. Das ist das Kabel zur PLA-Führung. Hier oben ist der PLA-Stand. Hier wird dann das PLA, hier ist der Extruder, der schwarze. Hier haben wir dann noch den einen in der Art, wie Tomery den hat. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welches Modell das ist. Hier hängt der dran, da ist der Extruder. Da geht, also, das ist so ein Filter, da ist der Extruder. Und dann geht das PLA hier hoch. Das bewegt sich, das Druckbett ist fest. Dann haben wir noch den AnyBlock X. Weil wir dürfen keine Markennamen richtig sagen. Genau, das ist an AnyCubic Mega X angelehnt. Ja, so ein bisschen, den habe ich halt gechiselt. Hier ist der Extruder. Hier ist so zum Hoch- und Runterfahren. Hier bewegt sich das Druckbett. Und dann kommen wir zu dem, den habe ich selber gemacht in... Wie heißt das? Blockbench. Auch AnyBlock. Ja, das ist eine AnyBlock S, Mega S, weil der ein bisschen klein ist. Und so, genau, wie findet ihr den? Könnt ihr mal reinschreiben. Ich finde ihn viel geiler. Was ist? Ja, er ist größer als ein Block, aber das ist wurscht. Ein Pixel. Ja, ich weiß, weil ich das hier unten nicht mitberechnet habe, die untere Platte. Genau, aber an sich, ja, so sieht das aus. Und dann haben wir hier noch einen anderen Drucker, den hat Anni auch bei seiner MacFlip-Mod. Da bewegt sich das hoch und runter, das Druckbett bewegt sich gar nicht. Genau, ich verlinke das Video mal oben. Kann ich ja wirklich, halt wirklich machen. Was? Die Mac Flips auch einfügen? Oder was? Nein,
Nein, nur die MacBook. Weil da gibt es auch schon den Download-Link, falls sie es noch nicht. Das heißt, oben rechts beim i könnt ihr mal auf Fakers HD Kanal gehen und ich verlinke euch mal das Video und die Playlist von der ganzen Stadt bauen. Schaut euch mal das komplette Video dazu an. Genau. Und dann haben wir hier hinten noch den, den aus einer Mod hat. Kann man den hier benutzen? Nee, das ist hier nur ein Block. Okay. Genau. Das war so viel mein Technikladen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber in den Oculus Store. Okay, hier haben wir sehr interessante VR-Brillen. Die sind hochmodern. Nein, Schatz. Natürlich hier, wenn wir uns hier eine Oculus nehmen, können wir die natürlich aufsetzen. Problem, das ist nicht die, die wir wollen. Gib mir. Ja, Mann, gib mir mal. Einfach, das ist nur Pappe, ne? Kaufen Sie Oculus. Und dann habe ich eine VR-Brille auf meinem Schädel. Juhu, ich bin so happy. Wir dürfen ja den Namen Oculus dürfen ja benutzen. Ja, super. Ja, ich sehe es, das hier das Ding. Und dann könnt ihr hier zum Paket gehen und zahlen. Aber wichtig ist hier bei den Oculus Quest, Oculus so. Hier kommen alle Oculus Brillen rein, die es gibt. Ja. Rift S, Quest 1, was weiß ich. Okay. Genau, das hier ist die Häuserzeile, die habe ich fertig gebaut. Dann haben wir hier hinter Wasser, hier sind Parkplätze. Und hier kommen noch die ganzen Mossy Stones ran. Ich weiß noch nicht, wie der Befehl ist. Weißt du denn, Andi, dass du zwei verschiedene Blöcke miteinander mixen kannst? Keine Ahnung. Achso, warte mal, wie meinst du das? Dass zum Beispiel, komm mal hier hinter den Technikladen, hinter dieser Wand, dass da normal Steinbricks mit Mossy Stones geswitcht werden sind. Warte mal, ich komme gleich wieder, okay? Ich muss mal kurz da schnell Internet mal schon fixen. Okay. Gott, in der Probleme. Okay, der hat Flossen an. Genau. Das hier kommt auf jeden Fall noch weg. Was steht hier? Hallo Noah, bitte nicht abbauen. Könnte ich noch gebrauchen? Ja, ja, mimimi. Mein AWP ist alles noch beim selben. Und dann habe ich hier was Neues im in der Mall. Es laggt heute, aber echt krass. Ja, super. Fabelhaft. Warum laggt das jetzt so? Ich weiß. Das ist seit heute früh, ist das so. Ey, seit gestern, weil es mich immer gekickt hat. Wenn ich noch einen Waffenschuss hier höre, dann gibt's einen Bann. Und zwar hier ins Schaufenster kommt noch was rein. Und zwar, ich habe einen Laden, hier kann man Anzüge kaufen. Ja, also falls ihr Bock habt auf einen Anzug, könnt ihr euch den kaufen. Nerv nicht. Hallo, wollen Sie denn was kaufen? Wenn ja, dann gehen Sie in den Schmutzladen da drüben. Sie haben hier eh kein Geld für.